Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und damit zu dem alljährlichen Rückblick auf dieses Jahr, aka dem Planet Rewind 2021. Was soll man bloß zu diesem Jahr sagen, Leute? Ja, gute Frage. War chaotisch und weird. Nicht wie erhofft, aber dennoch auch irgendwie nicht wirklich schlecht, nicht wirklich gut. Es macht keinen richtigen Sinn, Leute, aber dieses Jahr, es ging so schnell rum und es war einfach weird. Das beschreibt es am besten, Leute, es war weird. Aber egal, Leute. Beginnen wir mit einem kleinen Rückblick und zwar zum Anfang des Jahres, denn dieses Jahr begann eigentlich gar nicht so nice. Also eigentlich gar nicht nice. Viele erinnern sich vielleicht auch noch dran, ja, das Trio hatte sich halt getrennt und das war halt nicht ganz so knorke. Aber gut, Leute. Darauf will ich jetzt auch gar nicht weiter eingehen. Das hat sich ja auch alles gegessen gehabt. Leute, also wie dem auch sei, weiter ging es dann nämlich auch mit dem Ende von Eon und damit von der Planetensaga. Was echt ziemlich schade war, weil die ging jetzt fast 5 Jahre und so Figuren und so wachsen da einem schon ans Herz. Aber Leute, manchmal ist es einfach wichtig, dass etwas ein Ende hat, weil es ewig weiterzuziehen macht auch keinen Sinn, zumal es ja immer größer wurde und sowas. Deswegen Leute, im neuen Jahr, ich will noch gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber beginne ich ja quasi von vorn. Wir beginnen quasi ganz bei Null da. Aber Leute, die Planetensaga, es war eine unfassbare Reise. Gut. Aber alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Nennenswerter danach ist aber auch Minecraft Nemesis, welches ich auch zu Ende führte dieses Jahr und welches dann auch schlussendlich in Minecraft Sapphire mündete. Denn auch in Nemesis brach dann das Finale, wenn man es denn überhaupt Finale nennen will. Denn es war deutlich ruhiger und stellte vielmehr einen Übergang irgendwie zu Sapphire dar. Ja, es war auf jeden Fall was etwas anderes und etwas Neues, Leute. Ob das jetzt wirklich als Finale zählt, darüber lässt sich natürlich dann auch noch streiten. Und Schlag auf Schlag ging es dann auch schon mit Sapphire weiter, welches ich, ja, wie ich wohl oder übel leider zugeben muss, echt vernachlässigte. Ich hatte irgendwie dieses Jahr so richtig eine Down-Phase, was so YouTube angeht. Ja, nichtsdestotrotz habe ich mich dann wieder aufgerafft und Sapphire durchgezogen dieses Jahr. Beendete es mit einem ganz coolen Finale, wie ich eigentlich finde, Leute. Es war auch wieder ein bisschen was anderes und so, aber ich beendete es schlussendlich dann auch mit einem ganz netten Finale. Und mir fällt gerade einfach mal auf, dass dieses Jahr irgendwie ziemlich viel endete, was, ja, miese Prise. Mehr sage ich dazu einfach nicht, Leute. Aber. Gute Neuigkeiten gab es natürlich dieses Jahr auch. Wäre ja auch schrecklich, wenn dieses ganze Jahr nur aus so Enden und schlechten Nachrichten bestehen würde. Weil dann erinnert man sich nicht gern zurück. Gut, das Jahr war, es war wie gesagt schon einfach nur weird. Leute, aber gute Neuigkeiten gab es ja auch, nämlich nachdem sich am Anfang des Jahres das Trio getrennt hatte, fand es jetzt sozusagen am Ende des Jahres wieder zusammen. Wir hatten einen Neuanfang gewagt mit frischer Energie und Motivation. Und Leute, ich weiß, es kam noch nicht so viel und manche fragen sich hier wahrscheinlich auch so, ja, das Trio ist jetzt wieder zusammen, hey, wo bleibt denn da was? Und Leute, ich kann euch nur versprechen, es wird wieder was kommen, es ist was geplant, Leute. Wir haben viele Ideen, die im Raum stehen, viele Projekte, die wir umsetzen wollen. Alles entspannt, es wird aber auf jeden Fall was kommen. Und das war eine echt schöne Nachricht eigentlich zum Ende des Jahres, dass Sorm, Emmy und ich da wieder zusammengefunden haben. Und das hat mich auch sehr, sehr gefreut und macht mich auch sehr glücklich.
Kleinere nennenswerte Sachen gibt es aber auch noch, Leute, weil sonst wäre das Jahr irgendwie in dieser kleinen Zusammenfassung, gut, das sagt der Name schon, recht schnell vorbei. Gut, es war auch irgendwie recht schnell vorbei. Leute, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Jahr so fandet, ob das für euch auch so schnell vorbeiging, weil gefühlt war so Schnips und hi, 2022 ist da. Gut, Leute. Wie gesagt, kleinere nennenswerte Sachen gab es auch. Zum Beispiel, woran ich mich zum Beispiel noch gut erinnere, war dieser 10-Stunden-Stream, der eigentlich dann auch 11 Stunden ging. Der war echt cool und lustig, fand ich. Die ganzen Streams mit euch natürlich auch, die dieses Jahr kamen. Leute, wir hatten immer eine gute Zeit zusammen und ich finde, so ein Stream ist dann immer irgendwie was Besonderes, was sowas angeht. Einfach die Interaktion zwischen uns ist da viel mehr gegeben und immer so eine ganz coole Zeit, die man da zusammen hat. Und ich kann es gar nicht glauben, dass ich das sage, weil, Leute, vielleicht kommt es für manche jetzt nicht so vor, aber mein Kanal wurde einfach dieses Jahr 5 freaking Jahre alt. Das ist irgendwie schon lang. Irgendein Typ sitzt vorm PC, entscheidet vor 5 Jahren, yo, ich mache einen YouTube-Kanal und lade irgendwelche Videos hoch. Und, ja, Leute, das ist schon krass, 5 Jahre das zu machen. An der Stelle natürlich auch ein riesiges Dankeschön an euch da draußen. Danke an alle, die mich durch diese Up- und Downs da begleitet haben. Danke für eure Unterstützung, Leute. Ich wüsste echt nicht, was ich ohne euch täte. Deswegen danke, danke, danke. Und ich kann es nicht anders sagen, ihr seid einfach die Besten. Vielen Dank dafür. Und wo wir schon bei euch sind, können wir auch schon zum nächsten Teil des Planet Rewinds übergehen, nämlich dem Team Planet Awards, Leute. Und das ist ja bekanntermaßen der zweite Teil dieses Planet Rewinds. Und dort habt ihr die Möglichkeit, so eine Art Ehrung oder Auszeichnung in verschiedenen Kategorien, verschiedenen Dingen auf meinem Kanal zu geben, die ihr wirklich alleine entscheidet. Im Grunde bleibt euch die Entscheidung frei, wen fandet ihr zum Beispiel von meinen Charakteren dieses Jahr besonders cool oder sonstige Sachen, Leute. Und das fand natürlich auch dieses Jahr wieder statt, auch wieder über Discord, über eine Abstimmung. Und in diesem Jahr gab es dann 4 Kategorien. Erste Kategorie, das beste Projekt. Zweite Kategorie, der beste Trailer. Dritte Kategorie, bester Charakter und zu guter Letzt dann auch die 4. Kategorie mit dem besten Finale. Die Ergebnisse dafür liegen mir natürlich gerade vor und ich muss da tatsächlich auch zugeben, dass ich da teils echt ein wenig überrascht war, als ich das jetzt gesehen habe, denn in 2 Kategorien liegen nämlich doch tatsächlich 2 Wettbewerber gleich auf und belegen somit doppelt den ersten Platz. Bevor wir aber zu diesen Kategorien kommen, Leute, beginnen wir mit der ersten Kategorie, nämlich dem besten Projekt, welches 2021 auf meinem Kanal lief. Das waren insgesamt 3 vollständige Projekte, nämlich Minecraft Nemesis, Minecraft Aeon und das kürzlich abgeschlossene Zephyr. Und Gewinner dieser Kategorie ist dieses Jahr Minecraft Aeon, der Nachfolger von Minecraft Eternal, der Abschluss der Planetensaga und somit das Ende einer fast 5 Jahre langen Geschichte, Leute. Was mich natürlich sehr freut, dass dieses Projekt als Abschluss doch so gut auch bei euch ankam. Nächste Kategorie des Team Planet Awards ist dann auch der beste Trailer, der in diesem Jahr auf meinem Kanal erschien. Und zur Auswahl standen dabei der Trailer zum Finale von Minecraft Aeon, die beiden Trailer zum Finale von Minecraft Zephyr und der Trailer zu SeedVengers Totem War. And the winner is der 2. Trailer zum Finale von Minecraft Zephyr und eigentlich auch eine gerechtfertigte erste Platzierung meines Erachtens nach. 3. und auch schon vorletzte Kategorie ist der beste Charakter in einem meiner Projekte, der 2021 aufgetreten ist. Nominiert dafür waren Tartaros, der Hauptschurke von Aeon, Kahu, der Hauptschurke von Minecraft Zephyr, dem wir auch schon in Nemesis begegnet waren und der anfänglich erst so eine Art Freund für uns war oder sich als solcher ausgegeben hat. Leute, wer es verpasst hat, super gerne nachschauen.
Und dann natürlich auch, wie jedes Jahr, der liebe kleine Quarzi, zu dem ich eigentlich wahrscheinlich gar nicht so viel sagen muss. Dann natürlich auch wieder Professor Einstein, welcher einer auch der ersten Charaktere, wenn nicht sogar, glaube ich, der erste Charakter in einem meiner Projekte auf meinem Kanal war. Dann Sludgy, unser kleiner Freund aus Nemesis. Und dann zu guter Letzt Detlef, der verrückte Alien-Villager. Und den ersten Platz teilen sich, was mich auch ziemlich überrascht hat, Tartaros und Quarzi, Leute. Tartaros, ich glaube, er ist schon ein guter Endbösewicht gewesen, so das Ultimative von dieser Planetensaga. Und mich freut natürlich auch, dass er von euch dementsprechend auch anscheinend gut aufgenommen worden ist. Und natürlich Quarzi, Leute, wer könnte Quarzi nicht lieben? Quarzi, dieser kleine, süße Quarzblock mit diesen großen Augen, Leute, er ist einfach genial, Leute, und war bisher fast überall mit dabei, so. Und damit kommen wir dann aber auch tatsächlich zum Abschluss der Team Planet Awards mit der letzten Kategorie, und zwar dem besten Finale auf meinem Kanal im Jahre 2021. Und die Wettbewerber in der Kategorie waren Aeon, Nemesis und Sapphire. Und auch hier haben dann wieder zwei gewonnen, und zwar das Finale von Minecraft Aeon und das Finale von Minecraft Sapphire. Beides Abschlüsse von einer Reihe an Projekten, und mich freut einfach, dass sie euch gefallen haben, Leute. So Abschlüsse richtig hinzubekommen ist immer etwas schwieriger, und deswegen freut es mich umso mehr, dass diese so gut bei euch ankam. Also vielen lieben Dank dafür. Damit sind wir dann tatsächlich auch schon am Ende angelangt. Leute, wir können endlich 2021 hinter uns lassen und gespannt und hoffentlich mit neuer Kraft und Motivation ins neue Jahr 2022 übergehen und mit der Hoffnung, dass es auf jeden Fall besser wird als die letzten Jahre. Leute, wenn euch dieser kleine Rückblick gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, und wenn ihr keine neuen Projekte im neuen Jahr mehr verpassen wollt, auch natürlich den Abo-Button drückt. Danke für die Zeit, die wir zusammen in diesem Jahr hatten. Und Leute, denkt immer dran, EWW. Einfach weiter wursteln. Macht's gut, guten Rutsch ins neue Jahr, und für den Fall, dass ihr dieses Video erst 2022 seht, natürlich auch ein frohes neues Jahr euch allen. Bis dann.